Ein Herbstwochenende im Sarental und ein ungewohntes Bild. Benzingeruch liegt in der Luft, Motoren röhren auf. Die Nerven der Rennfahrer sind aufs Äußerste gespannt. Die letzten Sekunden vor dem Start scheinen ewig zu dauern. Doch dann geht es endlich los. Der Startschuss zur 50er-Challenge ist gefallen. Das Rennen mit 50 Kubikzentimeter Motorrädern hat längst Kultstatus. Ins Leben gerufen hat diesen Spaß ein Verein aus dem Sarental mit einem etwas ungewöhnlichen Namen. Vor vier Sarner. Und irgendwie aus einem Jux aussah, haben wir dann ein bisschen ein Thema gewechselt und über Motorfahren geredet und über Vierfahren. Und dann hat unser Franz gesagt, ja, und die Deutschen, die winken allen vorbei und dieser allen vor vier, nicht? Und vor vier. Und dann sind wir auf ein Thema zurückgekommen und da ist vor vier. Das klingt ja super. Und vom Vorbeifahren ist halt vor vier entstanden. Unser Kindhaus ist halt die 50er-Challenge. 2006 eben das erste Mal und da waren wir jetzt mittlerweile in unseren ganzen Auflagen, die wir gemacht haben, einfach schon wahnsinnig viel erlebt und auch wahnsinnig viel in die Teilnehmer und Zuschauer bieten gekannt. Und das ist halt mal ein wahnsinnig gutes Echo zurückkommen für alle Seiten eben und ja, das gefällt mir einfach, weil man einfach in Stand ist, in einem Wochenende Leute zu begeistern, die einfach einen Spaß haben, wenn sie da dabei sind, ja. Begonnen hat alles ganz klein, mit der Begeisterung für Motorräder und Motorradrennen und natürlich mit der Freude am Herumbasteln und Tüfteln an der eigenen Maschine. Kaum ein junger Bursche, der diese Leidenschaft nicht teilt. Doch während es für manche ein Hobby bleibt, wird es für andere zur Berufung. Und niemand weiß besser Bescheid über die legendären 50er-Maschinen als der langjährige Mechaniker im Verein. Meine Werkstatt, da können Sie jederzeit benutzen und ich helfe Ihnen auch gern, wenn etwas, irgendetwas Technisches ist oder irgendwelche Fragen sind oder irgendetwas brauchen, dann helfe ich Ihnen und Sie können jederzeit kommen und mir da basteln helfen. Seit über 10 Jahren stellt der Verein das Amateurrennen für 50er Motorräder auf die Beine. Teilnehmen kann jeder, der die sportliche Herausforderung liebt und ein wenig Nostalgie für diese Kleinmotorräder verspürt. Manche haben inzwischen bereits Oldtimer-Status. Und für viele hängen an den guten alten Vespas, Chaos oder Garellis zahlreiche schöne Erinnerungen. Denn einige haben sich schon als Jugendliche zum Spaß mit Kollegen so manches Rennen geliefert. Warum also daraus nicht ein wirkliches, großes Motorsport-Event entwickeln, dachte man sich bei Vor 4. Uns verbindet auf jeden Fall die Liebe zum Motorsport und die Veranstaltungen für Motorsport und etwas möglich zu machen im Motorsport, was damals und auch heute in Südtirol relativ hart ist, eben Motorsportveranstaltungen auf den Platz zu bringen, zu organisieren. Die rechtlichen Auflagen für Motorsportveranstaltungen sind nicht ohne. Nur wenige Vereine können so viel Logistik und Organisation auch tatsächlich stemmen. Südtirolweit sind es fast 2000 Fahrer, die sich für den Motorsport begeistern. Fürs Motocross-Fahren, für die Geschicklichkeitsübungen beim Trial oder für Gaudi-Rennen mit Oldtimer-Modellen. An einem einzigen Rennwochenende im Herbst bringt der Verein Vor 4 sie alle zusammen. Die Teilnehmer am Motocross, KTM, Kini Alpencup und die Rennfahrer der 50er-Challenge. 3 Renntage lang geht es hoch her. Auf einer Wiese in Sarentein wird dafür vorher eigens die Rennstrecke vorbereitet und präpariert. Die ganze Veranstaltung ist ein großer Kraftaufwand für den kleinen Verein. Wir kommen gut aus und wir sind eine kleine Truppe. Und das ist auch das Gute, weil wenn eine kleine Truppe ist, dann ist auch die Truppe selber übersichtlich. Das heißt, wenn halt 20 Leute sein beim Verein, wenn noch 5 nicht gehen, dann fällt es nicht auf. Aber wenn es andere nicht hört, dann fällt es gleich auf. So, von dem her, da müssen wir alle voll dabei sein. Der Verein Vor 4 besteht aus 6 motorsportbegeisterten Sarnern. Mit viel Einsatz ziehen sie schon Monate vorher die Fäden im Hintergrund der Veranstaltung. Das Rennwochenende soll ein Fest für das ganze Tal werden. Auch mancher Motorradverrückte Knirps fiebert dem Motocross-Wettkampf schon entgegen.
Für einige Buben ist es das große Rennerlebnis, bei dem sie sich das erste Mal bewähren wollen. Und ganz so wie die Erwachsenen trainieren sie fleißig vor dem großen Tag. Die Rennstrecke am Berger Anger bietet einige sehr rasante Kurven und Hindernisse, die zu wagemutigen Sprüngen verlocken. Ganz ohne Training kommen da auch die erfahrenen Rennläufer nicht aus. Motorsportbegeisterte lieben nicht nur die schnellen Maschinen. Sie suchen auch den Kick, wenn der Adrenalinspiegel steigt und immer ein Hauch von Risiko und Gefahr zu spüren ist. Bis jetzt sind es noch überwiegend Jungen und Männer, die diesem Sport verfallen. Aber auch einige Frauen entdecken inzwischen ihre Leidenschaft für rasante Flitzer. Es gibt auch ein paar wenige Frauen, muss man sagen. Also Großteil ist natürlich ein anderer Sport, ist klar zu sagen. Aber wir haben in den letzten Jahren schon alle Damen mit dabei gehabt, die da mitgefahren sind. Und wir haben es auch heuer wieder. Wir haben heuer eigentlich unser eigenes 4x4-Ladies-Team auf die Füße gestellt oder beziehungsweise ist jetzt zustande gekommen. Und ja, seien wir stolz drauf. Wir als 4x4-Team werden immer ein wenig Motorradl herrichten und sie müssen dann fahren. Ja, wir müssen jetzt vielleicht ein wenig eine andere Trainingseinheit hinlegen, aber es wird schon klappen. Ja. Und das ist das Besondere. Die Jungs von 4x4 stehen als Organisatoren hinter den Rennen. Ihre eigenen 50er Vespas und Crossmaschinen lassen sie an den Renntagen aber in der Garage stehen. Die Vorbereitung ist aufwendig genug. Doch auch die Gaudi kommt bei den Sarner-Freunden nicht zu kurz. Der Zusammenhalt für die ganzen Leute, für die Kollegen, wir machen so viele Sachen miteinander. Wir machen einmal einen Ausflug, das Wild-Trial zum Anschauen in München dafür zum Beispiel. Oder wir sind einmal aus, mal grillen gehen. Die Begeisterung für Motorräder verbindet ganz unterschiedliche Menschen. Und es scheint, als ob die Fans der 50er-Maschinen ein ganz eigener Schlag sind. Mit großer Sorgfalt und viel Witz pflegen sie ihre alten Vespas und 50s und geben ihnen eine persönliche Note. 2018 sind fast 70 Teams dem Ruf zur 50er-Challenge in Sarental gefolgt. Das ist offen für alle. Die Anmeldungen kommen von überall her. Also sei es auch aus Italien, Raum Brescia, Udine, haben wir Kollegen, die schon seit Jahren mit dabei sind, die sich auch schon wieder angemeldet haben. Es sind natürlich wieder viele Sarner, aber ein Großteil kommen sie aus dem Großraum, also praktisch aus ganz Südtirol die da teilnehmen. Ja. Die 50er-Maschinen verkörpern ein ganz eigenes Lebensgefühl. Denn fast jeder verbindet sie mit der eigenen Jugend, mit einer Prise Verrücktheit und dem ersten großen Gefühl von Freiheit. Kein Wunder also, dass viele Vehikel einen besonderen Namen bekommen und ganz individuell gestaltet sind. In das mehrstündige Challenge-Rennen werden sehr unterschiedliche 50er-Maschinen geschickt. Und zu jedem Fahrzeug gehört ein eigenes Team von Fahrern. Ein Team besteht in der Regel aus drei Fahrern und einem Mechaniker. Also die drei Fahrer klarerweise fahren und sie haben halt alle mal mit. Wenn sie in der Zwischenzeit wieder mal reinmessen in die Box, wenn irgendein technisches Problem ist oder noch zu tanken ist, weil mit einer Tankfüllung fährt man ja auch nicht 4 Stunden durch. Der, was drin derweil als herrichtet und wenn einmal etwas fehlt beim Motorradl, was ja da eigentlich gang und gäbe ist, also in den letzten Jahren sind die Motorradler oder die 50 und Vespa alle derartig gut hergerichtet geworden, dass technische Schäden eigentlich alleweil weniger geworden sind. Aber recht ist inzwischen einmal etwas und wie gesagt auch nachzutanken und deswegen besteht das Team aus 4 Leuten. Ja. In den Wochen vor der großen Challenge wird in den einzelnen Teams eifrig gebastelt und technisch aufgerüstet. Im Lauf der Zeit sind immer wieder neue Ideen entwickelt worden, damit die Vespas so ein mörderisches Mehrstundenrennen auch gut überstehen. Das Besondere eigentlich bei der Vespa ist, dass bei den ersten Rennen ist ja nicht der Mittelteil geknickt. Nicht? Und sie haben da die Idee gehabt, eine Feder drin zu bauen, dass sie das eben nicht mehr einbiegt in einem Mittel drin. Nicht? Und sie haben es so gleist und mittlerweile müsste es auch nicht drin, weil die ganze durch die Sprünge hüpfe, sagt man auf Sarnisch.
an jede Weise Bad gegangen ist. Nicht? Und jetzt haben sie es so gelesen, dass sie Stangen oder Federn hingebaut haben. Ein Rennen ist keine Kleinigkeit. Und nicht jedes Motorrad kommt unbeschadet ins Ziel. Doch auch wenn Bestandteile kaputt gehen, ist das kein Problem. Ein findiger Kunstschmied und guter Kumpel der 4-4 Sahner hat sich etwas Neues einfallen lassen. Er schweißt aus alten Zylindern, Zahnrädern und Ketten Pokale für die Sieger. Dabei sein ist alles, aber gewinnen wollen schließlich doch alle. Er sind mehr die Gewinner dabei, glaube ich, mittlerweile. Auch weil sie viel mehr investieren in den Motorrad. Früher hat er einfach einen 150er genommen und ist Schmied gefahren. Und heute sind ihre schon durch beide, was viel investieren, viel Geld, viel Zeit sowieso. Und auch die Professionalität ist größer geworden und alles zusammen. Und dann ist es wirklich da. Das wahrscheinlich verrückteste und lustigste Rennen Südtirols. In zwei Kategorien gehen die 50er Motorräder an den Start. Frei nach dem Motto, wer später bremst, ist länger schnell, geben die Rennfahrer ihr Allerbestes. Manch einer bleibt hängen, weil ihn seine Maschine im Stich lässt. Auch ein Sturz ab und zu kommt vor. Doch die richtigen Motorradhelden kann das nicht abschrecken. Ja, da ist immer ein Teilnehmer gewesen. Er hat sich eine Schnittwunde dazu geführt, oder halt ist gekugelt gewesen. Und dann haben sie dann ins Spital geführt und dann gepflegt und genäht. Und daftrunessen, bald das zweite Rennen wieder weitergegangen ist, dann ist er schon wieder mit Leib und Seele auf dem Motorrad geguckt und da fällt nichts. Er fährt halt weiter wieder, nicht? Wer bei der Challenge mitmacht, sollte wirklich mit Leib und Seele auf dem Motorrad sitzen. Warmduscher und Bergaufwärtsbremser sind nicht zugelassen, heißt es im Reglement. In den Teamboxen fiebern alle mit. Wie im Staffellauf üblich übernimmt jeder der drei Fahrer einen Teil des Rennens. Und zwischendurch wird immer wieder aufgetankt. Ja, getankt ist eigentlich relativ. Hell ist eher werden sie kaputt, als wir getankt. Aber zum Glück kommen wir dann eher ein Mechaniker mit und das ganze Team hilft zusammen. Und auch Kinder sind noch Boxengas in die Form und haben auch sowieso auch getankt. Aber wahrscheinlich ist halt mehr zu reparieren, als wir sie tanken. Ohne die Hilfe des Mechanikers würde wohl so manche Maschine hängen bleiben. Da nur gemeinsam gesiegt werden kann, legt sich jeder der drei Fahrer mächtig ins Zeug. Das Interesse an der Challenge ist groß. Und das liegt nicht nur am Pokal und an den Geldpreisen, die den Siegern winken. Es sind auch die vielen Freunde und Fans und die große Party danach, die die Rennfahrer motivieren. Und selbst wer aufgeben muss, lässt sich die gute Stimmung nicht verderben. Das Rennen hat längst Schule gemacht. Inzwischen wenden sich auch andere Rennsportvereine an die Jungs von 4-4, wenn sie Veranstaltungen planen. Mittlerweile sind wir ein Verein, der wirklich viele andere unterstützt und helfen kann. Und dass die Hilfe gesucht wird und dass wir gefragt werden, das ist schon begeisternd. Und den Lob, was wir hinten auch wieder kriegen, also hell motiviert auf jeden Fall. Ja, und bei uns im Verein muss man sagen, wir haben alle Benzin im Blut und das werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Langsam, langsam kehrt der Abend ein am Berger Anger. Doch das Ende des Rennens ist nicht in Sicht. Denn solange alle Benzin in ihrem Blut haben, so lange fahren sie noch weiter.